Hallo, heute möchte ich Ihnen zeigen, wie man mit dem Content-Management-System Contenido Internetseiten bearbeitet. Ich möchte zum Beispiel hier in diese Internetseite Text eingeben. Zu diesem Zweck muss ich ins sogenannte Backend wechseln. Ich habe das mal schon vorbereitet und habe mich hier bereits im Backend von Contenido angemeldet. Dann wechsle ich in die Artikel. Als Artikel bezeichnet Contenido die einzelnen Internetseiten. Hier auf der linken Seite erhalten wir dann die sogenannten Kategorien. So bezeichnet Contenido die einzelnen Menüpunkte. Ich klicke mal die Kategorie Wandertipps an und erhalte hier im rechten Fenster die einzelnen Artikel, also die einzelnen Internetseiten, die sich hinter diesem Menüpunkt verstecken. Ich öffne den Artikel, indem ich hier auf Wandertipps klicke und erhalte hier die Internetseite. Ich kann sie hier sofort schon bearbeiten, indem ich den Cursor in dieses Feld reinsetze und einen Text reinschreibe und mit Save dann speichere. Wenn ich komplexere Texteingaben machen möchte, dann wechsle ich über Text-HTML in den sogenannten Editor. In der Zwischenzeit schließe ich diesen linken Bereich, damit wir hier etwas mehr Platz haben. Und Sie sehen jetzt, wie sich der Editor öffnet. So. Nun gebe ich hier in diesem Feld den gewünschten Text ein. Ich schreibe hier mal Wandertipps hin und möchte jetzt einen neuen Absatz mit Hilfe der Enter-Taste machen. Dann schreiben wir hier mal hin: Hier finden Sie in Kürze einige interessante Wandertipps rund um Tramin. Schauen Sie einfach in 1 bis 2 Wochen nochmals vorbei. So, nehmen wir an, ich möchte jetzt keinen neuen Absatz erzeugen, sondern nur eine neue Zeile. Zu diesem Zweck muss ich die Umschalttaste gedrückt halten und bestätige dann mit der Enter-Taste und erhalte eine neue Zeile. Das würde uns freuen. Rufezeichen. Nun möchte ich eine neue Überschrift machen, also muss ich einen neuen Absatz mit Hilfe der Enter-Taste erzeugen. Wandertipp Tramin Rouen. Anschließend möchte ich wieder einen neuen Absatz machen, also wiederum mit Enter bestätigen. Starten Sie vom Dorfplatz Tramin in Richtung St. Hügel. Okay, also wichtig bei der Texteingabe ist jedes Mal zu entscheiden, ob Sie einen neuen Absatz mit der Enter-Taste erzeugen wollen oder ob Sie nur einen Zeilenwechsel mit Umschalt gedrückt halten und dann Enter erzeugen möchten. Das ist vor allem jetzt für die Formatierung wichtig. Wenn wir jetzt formatieren, dann rate ich Ihnen zuerst die logischen Auszeichnungen vorzunehmen. Ich möchte zum Beispiel diesen Text Wandertipps als Überschrift deklarieren. Ich klicke diesen Text Wandertipp an. Es genügt, den Cursor reinzusetzen. Sie müssen nicht unbedingt markieren und wähle hier über dieses Feld die logische Auszeichnung Überschrift 1. Dadurch wird dann auch die Formatierung, die der Webmaster für die Überschrift 1 vorgesehen hat, zugewiesen. Ich möchte vielleicht diese zweite Überschrift als Überschrift 2 deklarieren, wiederum Cursor reinsetzen und hier Überschrift 2. Dieser Text bleibt Absatz, auch dieser Text bleibt als Absatz deklariert. Nun möchte ich noch Formatierungen vornehmen. Dazu müssen wir den Absätzen oder den Texten sogenannte CSS-Klassen zuweisen. Ich klicke mal in diesen Absatz rein. Es genügt wiederum, den Cursor reinzusetzen. Sie müssen nicht markieren. Und hier kann ich die CSS-Klassen, die der Webmaster vorbereitet hat, auswählen. Ich wähle mal grauer Rahmen. Und Sie sehen, der gesamte Absatz wird mit einem grauen Rahmen versehen. Sollten Sie hier drin keine CSS-Klasse mit der notwendigen Formatierung finden, dann können Sie Ihren Webmaster bitten, dass er Ihnen die entsprechende CSS-Klasse in dieses Feld hier einbaut. So, nehmen wir an, ich möchte nicht diese
ganzen gesamten Text mit einer grauen Schattierung hinterlegen. Ich möchte nur, es würde uns freuen, mit dieser grauen Schattierung hinterlegen. Zu diesem Zweck muss ich diesen einen Absatz in zwei Absätze aufteilen. Ich klicke mal hier hinter das Rufezeichen hin. Mit der Entferntaste muss ich diesen unsichtbaren Zeilenwechsel, den wir hinter dem Rufezeichen haben, entfernen. Und dann kann ich mit der Enter-Taste hier einen Absatzwechsel einfügen. Und Sie sehen, dass wir jetzt zwei Absätze haben und wir können zum Beispiel diesen ersten Absatz, die CSS-Klasse, wieder wegnehmen, indem wir hier den Eintrag CSS-Stile wählen. So wird die CSS-Klasse weggenommen, die Formatierung wird hier dann wieder gelöscht. So, ich kann auch einzelne Zeichen mit CSS-Klassen belegen. Zu diesem Zweck markiere ich hier zum Beispiel den Text Wandertipps. Achte darauf, dass das anschließende Leerzeichen nicht mitmarkiert wird und wähle hier die CSS-Klasse Text hervorheben aus. Wichtig dabei ist, man sollte wissen, ob der Webmaster die eine CSS-Klasse für den Absatz vorgesehen hat und die andere eventuell nur für einzelne Zeichen. Okay, nun möchten wir uns noch anschauen, wie wir Bilder einfügen können. Ich möchte zum Beispiel ein Bild vor diesem Text hier einfügen. Ich klicke mal den Cursor vor das Wort hier hin und kann hier über diese Schaltfläche das Fenster zum Einfügen der Bilder öffnen. So, hier muss jetzt der Link zum Bild eingefügt werden. Das kann ich hier über diese Schaltfläche durchsuchen machen. Ich klicke die mal an. Es öffnet sich ein neues Fenster. Diesen Fenster kann ich hier in diesem linken Bereich dann den Ordner auswählen, indem ich entweder zuvor bereits die Bilder hochgeladen habe. Wir sehen hier die Bilder. Wenn Sie die Bilder noch nicht hochgeladen haben, können Sie sie hier über das Register Upload jetzt hochladen. Ich will das kurz demonstrieren. Mit Durchsuchen erhalte ich hier Datei auswählen, kann jetzt auf meinem PC mir irgendein Bild heraussuchen. Ich wähle mal dieses aus, mit Öffnen übernehme ich das in diese Zeile und hier bestätigen. Dadurch wird das Bild von meinem lokalen PC ins Internet hochgeladen. So. Gut, nun will ich das Bild übernehmen. Dazu muss ich das Bild hier am Text anklicken und nicht am Symbol. Also ich klicke das am Text an und das Bild wird hier in die Zeile, in die erste Zeile übernommen. So, ich kann das mal jetzt mit Einfügen bestätigen. Diese Meldung bestätige ich mit OK und habe jetzt mein Bild eingefügt. Nun muss ich mir überlegen, ob ich nur dieses Bild hier drin haben möchte oder ob unter dem Bild auch noch eine Bildunterschrift kommen soll. Ich möchte gerne eine Bildunterschrift haben. Mein Cursor blinkt eh schon genau hinter dem Bild. Jetzt möchte ich einen Zeilenwechsel machen. Erinnern Sie sich noch, Umschalttaste gedrückt halten und dann mit Enter bestätigen. Dadurch erzeugen Sie einen Zeilenwechsel. Schreibt einmal hin, Dramin im Sommer. Und nun möchte ich einen Absatzwechsel machen. Mit Enter erzeuge ich einen Absatzwechsel. Dadurch haben wir hier einen Absatz mit Bild und Bildunterschrift darunter. So, nun möchte ich noch das Bild so einrichten, dass wenn jemand dieses Bild anklickt, eine vergrößerte Variante dieses Bild angezeigt wird. Zu diesem Zweck markiere ich hier das Bild und wähle hier Hyperlink einfügen. Es öffnet sich ein neues Fenster. Über dieses Fenster müssen wir hier einen Link zu einer vergrößerten Variante dieses Bildes einfügen. Über die Schaltfläche durchsuchen, erhalten wir wiederum ein neues Fenster und über dieses Fenster können wir jetzt die vergrößerte Version des Bildes hereinholen. Ich wechsle hier etwas runter in den Ordner Bilder rein und ich habe die vergrößerte Variante dieses Bildes bereits im Vorab hochgeladen. Hier, Dramin groß. Über den Text, Dramin groß, kann ich den Link hier übernehmen. So, nun kann ich noch hier einen Titel angeben. Dieser Text wird dann unter der vergrößerten Variante des Bildes angezeigt. Dramin im Sommer 2007. Okay. So, übers Register erweitert können wir hier bei Verhältnisseite zu Ziel
Lightbox-Gruppe einstellen. Dadurch wird das Bild in einer sogenannten Lightbox dargestellt. Mit Einfügen habe ich jetzt den Hyperlink zu der großen Variante des Bildes eben eingefügt. Okay, ich möchte das vielleicht auch mit einem Text demonstrieren. Ich kann hier zum Beispiel das Wort Dramin markieren. Wiederum Link einfügen. Es öffnet sich wiederum das gleiche Fenster. Ich muss wiederum über die Schaltfläche durchsuchen, das Bild hereinholen, das ich dargestellt haben will. Hier in diesen linken Abschnitt wechsle ich in den Ordner Bilder hinein. Und dann hier über diesen rechten Abschnitt kann ich mir dann mein großes Bild herholen. Klick auf Dramin Groß, das Bild wird hier übertragen. Hier kann ich wiederum eine Beschriftung fürs Bild definieren. Ich schreibe wiederum hin Dramin im Sommer 2007. So, und nun kann ich noch hier eine CSS-Klasse einstellen. Zum Beispiel möchte ich gerne, dass dieser Hyperlink die CSS-Klasse Link-Formatierung bekommt. Die hat in meinem Fall der Webmaster eben für Textlinks vorbereitet. Und damit das Bild sich wiederum in der sogenannten Lightbox öffnet, wähle ich das Register erweitert und hier Verhältnisseite zu Ziel wähle ich Lightbox-Gruppe. Mit Einfügen kann ich das einfügen. Sie sehen, dieser Text erhält dann die Formatierung, die unter Link-Formatierung abgelegt wurde. Okay, nun möchte ich das mit hier dieser Schaltfläche speichern und schaue mir das Ergebnis im sogenannten Frontend, also in der fertigen Internetseite an. Ich habe das hier schon mal vorbereitet, muss diese Seite neu aktualisieren. Und Sie sehen, wir haben hier die Überschrift Wandertipps und das Bild hat einen Hyperlink. Ich klicke mal drauf und Sie sehen, wie sich dieses Bild in einer Lightbox jetzt öffnet. Sie sehen hier ein kurzes Ladesymbol. Das Bild wird geladen und wird hier schön in der Lightbox präsentiert. Hier unter dem Bild haben wir Dramin im Sommer 2007, also das, was wir als Titel definiert haben. Mit Close kann ich das Bild wieder umschließen. Auch dieser Text hat einen Link zum Bild. Auch hier öffnet sich wiederum das Bild in der Lightbox. Okay, was mir noch nicht gefällt, ich hätte gerne das Bild samt Bildunterschrift hier rechts ausgerichtet und möchte den Text links vorbei fließen lassen. Zu diesem Zweck wechsle ich wieder ins Backend hinüber und öffne wieder meinen Editor über diese Schaltfläche Text.html. So. Okay, so, ich möchte diesen Absatz, in dem das Bild samt Bildunterschrift drinsteckt, hier, wie gesagt, nach rechts bringen und den Text links vorbeifließen lassen. Zu diesem Zweck klicke ich den Cursor in diesen Absatz rein und wähle hier die CSS-Klasse Block rechts, die der Webmaster natürlich vorbereitet haben muss. Und Sie sehen, wie das Bild samt Bildunterschrift nach rechts wandert und der Text links ums Bild herumfließt. Auch das kann ich jetzt speichern. Und dann möchte ich es wieder in meinem Frontend begutachten. Ich muss die Seite neu aktualisieren, neu laden, damit ich die Änderung dementsprechend sehe. Okay, sehr schön. Was mir vielleicht noch nicht gefällt, ist hier jetzt diese Schattierung, die möchte ich vielleicht wieder wegnehmen. Und auch hier diese Formatierung dieser Überschrift ist vielleicht nicht ganz so geschickt. Ich wechsle wieder ins Backend, rufe wieder meinen Editor auf und nehme einfach die CSS-Klassen, die ich zuvor zugewiesen habe, wieder weg. Klicke hier in diesen Absatz rein und wähle hier CSS-Stile, dadurch wird die CSS-Klasse entfernt. Hier möchte ich vielleicht die Überschrift erster Ordnung zuweisen, sodass ich diese Formatierung habe. Speichere das, wechsle wieder um in mein Frontend, aktualisiere meine Seite und schaue mir das Ergebnis jetzt an. So schaut das schon etwas besser aus. Okay,
Ja, das war's. Vielen Dank für Ihr Interesse.